Microsoft-Sicherheitsalarm Fehler Nummer DW6VD36. Ihr Computer hat uns alarmiert, dass er mit schädlichen Trojanern infiziert wurde. Diese Viren schicken ihre Kreditkartendaten, Facebook-Logins sowie persönliche und private Daten über Remote-IP-Adressen an Hacker weiter. Bitte rufen Sie uns sofort unter der angegebenen kostenlosen Nummer an, damit unsere Microsoft-Support-Ingenieure Sie per Telefon durch den Lösungsvorgang führen können. Wenn Sie diese Seite schließen, bevor Sie uns anrufen, müssen wir Ihren Computer deaktivieren, damit weitere Schäden an unserem Netzwerk verhindert werden. Außerdem werden wir eine Kopie dieses Berichts an die Netzsicherheit schicken, um weitere Schritte einzuleiten. Machen Sie so bitte, drücken Sie diese Windows-Taste und gleichzeitig Buchstabe R, R wie Rudolf. Jawohl, habe ich. Jetzt bin ich hier auf fastsupport.com. Verbindung für Support aufbauen. Genau, schreiben Sie zuerst Ihren Namen und dann gebe ich Ihnen eine Support-Schlüssel. Ja, kleinen Moment. Die Support-Schlüssel lautet Zahlnummer 850. Ja. 696. Jetzt klicken Sie auf Weiter. Ja, habe ich. Ja, bitte. Jetzt bekommen Sie eine Option, unten Ausführen zu klicken. Jawohl, Ausführen, um Go to Assist Opener zu starten. Ja, klicken Sie auf Ausführen, bitte. Habe ich. Initialisierung. Sie sollen auf Ja klicken. Jawohl, habe ich schon. Okay, Goto Assist wird gestartet. Ja, bitte, Sie sollen wieder und wieder auf Ja klicken, okay? Ja. Ja, wunderbar. Moment bitte. Ja. Sie haben wirklich sehr gut gemacht. Jetzt ich bin drin in Ihrem Rechner. Jetzt ich helfe Ihnen weiter, ja? Ja, bitte. Lassen Sie Ihre Maus frei, bitte, jetzt, okay? Okay. So, gerade Sie haben einen Fehler bekommen, richtig? Zugriff abgelehnt, richtig? Richtig. Da war irgendeine, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Meldung hieß. Ich hatte mir die Telefonnummer jetzt aufgeschrieben und dann versucht selber irgendwie da ein bisschen was zu machen. Bitte, so warten Sie bitte. So, Herr, was mache ich hier für Sie am besten? Ich leite diesen Anruf einmal direkt zu meinem hochqualifizierten Techniker, okay? Ja, bitte. Jetzt, er hilft Ihnen dabei, okay? Ja, danke sehr. Vielen Dank für die wertvolle Zeit und Geduld. Sind Sie noch da? Hallo? Ich bin noch da, ja. Guten Tag, Herr, ich heiße Peter und ich helfe Ihnen dabei, ja? Wunderbar, okay. Peter. So, wie ich hier sehen kann, Sie haben dieses Problem bekommen zum ersten Mal, richtig? Richtig, das war gestern oder vorgestern. Vorgestern war es tatsächlich, abends irgendwann. Aha, okay, okay. Ich kann eigentlich in Ihrem Computer wieder arbeiten und dieses Problem auch bereinigen, ne? Jawohl. Moment. Ja. Lassen Sie mich einmal den Computer ganz suggestion von die Fantastic Activity Time. Okay. Ja. Damit niemand kann eigentlich in Ihrem Computer irgendwas Sources machen oder sowas, ja? Mhm, ja. So lassen Sie mich einmal den Computer suggestion. Sir, bis ich in Ihrem Computer drin bin, niemand kann Ihr Computer könnte zugreifen. Aber nach ich gehe raus von Ihrem Computer, ohne die Probleme zu bereinigen, dann kann ich darüber nicht sagen, dass irgendeine Person kann Ihr Computer nochmals einhacken, ja? Okay? Ja, okay. So, warten Sie. Gut.
Sehr, sehr, sehr gerne einmal die alle Probleme schnell und dann gebe ich Ihnen auch eine Lösung, ja? Ja, ich warte, bis Sie fertig sind. Ja, warten Sie bitte. Erstmal zeige ich Ihnen die Probleme und dann ich erkläre Ihnen, wie können wir dieses Problem bereinigen, okay? Ja, machen wir. Gut. Right. So, wir checken erstmal die Hintergrundvirus von Ihrem Computer, wie viele Hintergrundvirus gibt es in Ihrem Computer, okay? Ja. Wissen Sie, warum bekommen Sie diese Warnung in Ihrem Computer? Nee, weiß ich leider nicht. Also ich war auch ganz überrascht. Ich erkläre Ihnen, Herr, weil jemand hat vielmal versucht, in Ihrem Computer reinzukommen. Deshalb war eigentlich wegen der Sicherheitsgründe Ihr Computer war gesperrt. Weil Sie können mal hier schauen, nicht nur eins oder zwei, mehr als 400 Fehler und Warnungen gibt es in Ihrem Computer, die Hintergrund. Können Sie einmal das alles schauen? Ja, sehe ich. Datum und die Uhrzeit können Sie auch mal checken, wann haben Sie das in Ihrem Computer heruntergeladen. Okay, ja, ich sehe es. Ja, bitte, sind Sie hier? Die Seite und die Uhrzeit? Ja, sehe ich. Richtig? Ja. Und wir müssen diese alle Sachen von Ihrem Computer ganz, ganz blockieren und auch wegmachen, damit Sie können den Computer von den verdächtigen Aktivitäten einschreiben. Ja, das machen wir. Okay. Ja, richtig, warten Sie. Jetzt ist checken das, wie viele Personen haben die Erlaubnis in Ihrem Computer reinzukommen, ja? Ja. Okay. So, Sie können hier sehen, hier steht lokale Adresse, richtig? Ja. Lokale Adresse, wissen Sie, was bedeutet lokale Adresse? Das ist die Adresse von meinem Computer? Richtig, das ist eigentlich die Adresse von Ihrem Computer und mit Hilfe von dieser Adresse, Sie gehen ins Internet. Kann man sagen, das ist Ihre IP-Adresse. Und wissen Sie, was bedeutet Remote-Adresse? Okay, also die Leute haben jetzt alle Zugriff auf meinen Rechner? Natürlich, natürlich. So, Sie können hier sehen, diese sind die IP-Adresse von den Personen, die können eigentlich in Ihrem Computer jederzeit einhacken. Weil Sie können hier die Status sehen, die alle Status von dieser Personen hergestellt. So, diese Personen können jederzeit in ihrem Computer reinkommen, irgendwas Falsches machen und so weiter und so weiter. Aha, okay. So, wir müssen diese alle IP-Adresse von ihrem Computer, diese Infizierung von ihrem Computer ganz, ganz wegmachen. Mhm, okay. In normaler Sprache sagt man lokale Adresse, aber in technischer Sprache sagt man, das ist ihre IP-Adresse und jeder Rechner hat eine eigene IP-Adresse, ja? Ja, okay, verstehe. Okay. Jetzt ist leider hier auch keine Scan in Ihrem Computer durchführen lassen, aber geben Sie mir nur eine Minute, es nimmt ein bisschen Zeit, okay? Ja, gerne. Warten Sie bitte, ja? Gut. So, habe ich mit dem Server auch irgendein anderes Problem auch bekommen? Okay. Okay. Das werde ich auch hier einmal zeigen. Ich werde hier eine Scan in Ihrem Computer durchführen lassen, okay? Ja. Herr, wie ich hier sehen kann, es gibt auch Coupes in Ihrem Computer. Wissen Sie, was ist Coupes? Wissen Sie, was ist... Ach so, nee, das weiß ich nicht. Erklären Sie mir mal. Warten Sie, ich zeige Ihnen, ja? Ja. So, ja. Dieser Coupes ist auch drin in Ihrem Computer, bitte. Mit dem Server habe ich das gefunden. Okay. Okay, aber da stand jetzt in dem Artikel auch drin, dass das irgendwie nur bis 2010 war. Und so lange habe ich den... Natürlich, Herr, aber wie ich hier sehen kann, das ist schon in Ihrem Computer bitte drin, ja? Ja, aber so lange habe ich den Rechner noch gar nicht. Herr, sehen Sie bitte hier, ich habe das von dem Server das gefunden, ich bin darüber davon ganz überrascht, dass wie gibt es diese Coupes in Ihrem Computer. So, diese alle Probleme muss ich jetzt und sofort von Ihrem Computer blockieren. Okay. Diese Probleme, die in Ihrem Computer sind wie ein Coupes. Okay, das habe ich Ihnen gezeigt, was ist Coupes, okay? Ja, okay. So, diese alle Probleme so bereinigen Herr Broker 60 bis 90 Minuten. Okay? Ja, okay. So, wenn nicht am Apparat bleiben oder nicht vor dem Computer sitzen bleiben. Nur den nächsten anlassen, sowieso wie der Moment ist. Und nach meiner Arbeit, ich rufe Sie wieder an für die Bestätigung. Okay? Ja, okay, also wir... Und,
Ich lasse den Rechner jetzt einfach stehen und Sie machen die Arbeit, ja? Richtig. Und er in diesem Fall, um diese Probleme zu bereinigen, Docker steht die gekaufte Programme installieren, damit ich kann diese Probleme in Ihrem Computer installieren. Okay? Ja. So, Sie können sich entscheiden, für wie viel Zeit Docker Sie diese Programme und so unsere Hilfe, für einmalig diese Probleme zu bereinigen oder ein Jahr oder zwei Jahre oder fünf Jahre oder lebenslang. Okay, und wie bezahle ich das dann? Mache ich dann eine Überweisung oder? Herr, ich erkläre Ihnen, diese einmalige Reparatur kostet für Sie 149 Euro plus die Mehrwertsteuer. Okay. Ein einjähriger Vertrag werden hier für Sie kosten 349 Euro plus die Steuer. Okay. Aber ja. Dieser zweijährige Vertrag kostet 499 plus Steuer. Ja. Und wenn Sie 5 Jahre gehen, dann Sie werden bezahlen für 5 Jahre, aber einjährige Unterstützung bekommen Sie kostenlos. Okay? So Sie werden bezahlen für 5 Jahre, aber Unterstützung bekommen Sie für 6 Jahre. Das kostet hier bitte 699 Euro plus Mehrwertsteuer. Das ist komplett für 6 Jahre. Okay? Mhm. Und die lebenslange Unterstützung kostet hier 888 Euro plus die Steuer. Sie können sich entscheiden, für wie viel Zeit brauchen Sie diese Unterstützung. Damit ich kann Sie registrieren und können wir dieses Problem für Ihren Computer wegmachen. Ich sag mal, ich kann natürlich jetzt auch einfach hingehen und den Rechner einmal selber neu aufsetzen. Da ist ja jetzt nicht im Moment nicht viel drauf. Das würde ja eigentlich auch helfen, oder? Eigentlich die Probleme, die in Ihrem Computer gibt, diese Probleme bekommen Sie eigentlich von Internet. So nicht nur Ihre Computer ist infiziert, sondern wenn Sie mal hier einmal schauen werden, sondern Ihre IP-Adresse, Ihr Internetverbindung, alles ist eigentlich hier infiziert. So wenn Sie eine Neuinstallierung machen werden, oder vielleicht wenn Sie einen neuen Computer kaufen, dann diese gleiche Probleme bekommen Sie auch in den neuen Rechner auch. So es macht keinen Sinn, bitte. Okay, und wenn ich einen Virenschutz drauf habe? Herr, wie gesagt, ein Virenschutzprogramm ist nicht genug, um diese alle Probleme zu bereinigen. Weil für diese Probleme zu bereinigen, erstmal muss ich diese Probleme von der selber detektieren und auch einige Probleme von der selber bereinigen. Und danach brauche ich jetzt zwei, drei Programme noch in Ihrem Computer installieren, damit ich kann diese Probleme mit Hilfe von dieser gekauften Programmen bereinigen. So irgendein Schutzprogramm ist nicht genug, um diese alle Probleme zu bereinigen. Verstehen Sie? Wie bezahle ich das denn? Weil eine Kreditkarte habe ich nicht. Herr, kein Problem. Sie können mir erstmal Bescheid geben, für wie viel Zeit brauchen Sie diese Hilfe? Einmalig oder ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre oder lebenslang? Ja, also wenn, dann überhaupt nur einmalig. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie wir das dann mit der Bezahlung machen. Herr, ich erkläre Ihnen, wie können Sie bitte das Geld bezahlen, ja? Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Sie können entweder mit Banküberweisung das machen. Ja. Oder wenn Sie Online-Banking machen, machen Sie auch Online-Banking? Nee, Online-Banking mache ich gar nicht. Okay, dann wir lassen das und die zweite Möglichkeit haben wir hier ist, mit iTunes-Karte, das wäre das Beste, ja. Ich erkläre Ihnen, was ist der Unterschied davon? Mit Banküberweisung sollen Sie bitte bezahlen 178 Euro, ja? Okay? Ja, okay. Und wenn Sie mit dieser iTunes-Karte bezahlen werden, dann Sie sollen nur hier 150 Euro bezahlen mit dieser iTunes-Karte. Und wenn Sie das wissen wollen, wie geht mit dieser iTunes-Karte, dann kann ich Ihnen auch dabei helfen. Mit welche Programme arbeiten Sie denn eigentlich? Herr, das wissen wir eigentlich nicht. Ich bin hier nur ein Diagnostik-Expert. Das wissen unsere dritte Stufe Experten, die in ihrem Computer arbeiten werden. Die werden eigentlich mit ihrem Server, unserer sicheren Server verbinden. Damit werden wir in ihrem Server eigentlich unsere gekaufte Programme installieren und werden wir einige kostenlose Programme, Software-Programme auch in ihrem Computer installieren und mit Hilfe von dieser Sachen werden wir unsere Arbeit erledigen. Wollen Sie mit iTunes bezahlen? 150 oder Banküberweisung 168 bitte? Können Sie das Geld nicht von meinem Konto abbuchen? Geht das? Entschuldigung, diese Möglichkeit leider haben wir nicht. Wir haben nur drei Möglichkeiten. Akzeptieren wir diese Banküberweisung, iTunes-Karten oder Online-Banking? Kurze Frage, wie ist das denn, selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte das überhaupt nicht haben, kostet mich das dann jetzt trotzdem was? Sie müssen das machen, Sie haben uns angerufen und Sie müssen das machen. Aber als ein Techniker bin oder kann man sagen, ich bin ein Diagnostik-Expert,
Sie haben uns zum ersten Mal angerufen. So, Validation auf jeden Fall das empfehlen, diese Probleme zu bereinigen. Okay, aber eigentlich möchte ich ja gar nicht, dass da irgendjemand auf meinem Rechner irgendwie sich Zugang verschafft. Und da kann ich ja auch einfach jetzt hingehen und den Stecker am Rechner rausziehen. Das hilft doch auch, oder? Nein, Herr, solche Sachen machen wir nicht eigentlich, weil wir arbeiten hier nur für die Kundenzufriedenheit. Okay? Und wenn Sie einmal bei uns registrieren für eine einmalige Reparatur, ich bin ganz 100% sicher, unsere Arbeit, Sie werden auch das verlängern. Und ich sag mal, ich habe einen Freund, der richtig viel Ahnung von Computern hat. Das könnte ich den doch eigentlich auch machen lassen, oder? Natürlich, das können Sie auch gerne machen, aber wissen Sie, die Probleme, die in Ihrem Computer gibt es gefährliche Probleme und die gehören zum Microsoft Corporation. Und unsere Techniker haben eigentlich um mindestens eine 5-jährige oder 6-jährige Erfahrung, um diese alle Probleme zu bereinigen. Okay, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben so viele, also so sehr erfahrene Mitarbeiter, was haben die denn für Zertifizierung? Wie bitte? Was haben die für Zertifizierung? Herr Agentisch, unsere Techniker sind eigentlich, kann man sagen, zertifiziert von Windows. Und wissen Sie was? Was wir geben Ihnen, was Windows oder Microsoft oder so die große Firmen bieten, die gleichen Programme und so weiter, benutzen wir auch in Ihrem Computer zu arbeiten. Okay, also ich glaube, ich möchte da erstmal einen Freund von mir draufschauen lassen. Dann würde ich sagen, wenn das wirklich nicht klappen sollte, dann kann ich Sie ja nochmal anrufen, oder? Wie bitte? Ich würde jetzt erstmal meinen Freund das reparieren lassen und okay. Wenn der das nicht schafft, dann würde ich mich nochmal bei Ihnen melden. Ist das in Ordnung? Momentan, Sie haben diese Probleme und diesem Computer hat weniger Zeit, die kaum Zeit. Wenn dann Sie zu diesem Freund gehen oder mit Freund reparieren wollen, ist dann alles geht kaputt. Verstehen Sie das? Ja, ich sag mal, selbst wenn alles kaputt geht, ist nicht schlimm. So viel ist auf dem Rechner nicht drauf. Den Rechner kann ich auch neu aufsetzen. Verstehen Sie? Aber dieser Computer ist einzeln eine wichtige Rolle in unserem Leben. Ja, wenn das ist geht richtig. Kaputt bedeutet, das Weg geht kaputt bedeutet, alle Teile gehen kaputt. Sie können das nicht auch neu aufbauen. Aber ich hab doch eine Sicherung. Also da ist die Sicherung ist in Ordnung. Welche Sicherung Sie haben? Ich habe alle meine Daten, die ich auf dem Rechner drauf habe, die habe ich gesichert. Aber Herr Sieni, das ist nur 150 Euro, verstehen Sie einmal. Mit diesem Kosten, Sie können diese Computer ganz einfach ohne ein Problem in Zukunft benutzen. Wie machen wir denn jetzt an der Stelle weiter? Also ich hab mich jetzt eigentlich entschieden, ich möchte da erstmal einen Freund drauf schauen lassen. Und wenn dann die Sachen wirklich noch alle kaputt sind, dann würde ich Sie einfach nochmal anrufen. Okay, Herr, sagen Sie mir, wenn Sie eigene Bekannten haben, okay, dann ja. Warum haben Sie uns angerufen? Weil in der Meldung drin stand, dass man anrufen soll. Warum haben Sie unsere Nummer in dieser Meldung? Warum haben Sie unsere Nummer bekommen? Sie haben diese Meldung von Windows bekommen, dann Sie haben unsere Nummer bekommen, richtig? Das ist richtig. Und da stand drin, ich soll anrufen. Ja. Ich möchte Ihnen fragen, warum haben Sie nur unsere Nummer bekommen? Ich erkläre. Sie haben nur unsere Nummer bekommen, weil wir Silverworm Partner von Windows sind. Okay. Dann Sie, weil wir diese Problem für Sie bereinigen, dann Sie haben unsere Nummer. Wenn Sie eigene andere Probleme haben und Windows macht Ihre Cashpad, diese Computer, dann Sie bekommen eine neue Nummer. Aber wenn Sie das einmal mit einem Firma machen, mit einem Silverworm Partner machen mit Windows, dann Sie nichts bezahlen. Okay, aber wenn ich jetzt einen Freund von mir frage, dann bezahle ich ja auch nichts. Kein Problem, dann vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, okay? Den wünsche ich auch, danke sehr.